Liebe Neustädterinnen und Neustädter, seit circa 2 Wochen ist das öffentliche Leben massiv eingeschränkt. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich so gut an die Regeln halten. Alle Kontrollen, die wir in der letzten Woche durchgeführt haben, liefen durchweg positiv. In dieser Woche ging es für uns als Stadtverwaltung erstmal darum, die negativen Folgen durch den Coronavirus möglichst gering zu halten. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind möglichst im Homeoffice und deshalb am besten telefonisch oder per Mail erreichbar. Aber auch persönliche Termine können im Bedarfsfall gemacht werden. Familien sind aktuell von der Situation besonders belastet. Nicht nur, dass sie die Arbeit irgendwie organisieren müssen, nein, sie müssen sich auch um die Kinderbetreuung kümmern. Ich freue mich, dass wir ihnen wenigstens finanziell etwas unter die Arme greifen können und die Kita-Gebühren für den Monat April erstatten. Dies gilt für städtische Einrichtungen, aber auch für freie Träger. Liebe Unternehmen, für Sie ist die Situation auch besonders schwierig. Sie stehen vor Herausforderungen, die Sie bisher nicht kannten. Deshalb haben Sie die Möglichkeit, Gewerbesteuerbeiträge zu stunden. Dies geschieht zinslos. Die Anträge dazu bearbeiten wir unbürokratisch. Nutzen Sie bitte auch die Hilfsprogramme, die Bund und Land aufgelegt haben. Informationen dazu erteilt Ihnen auch gerne die Wirtschaftsförderung. Die Stärkung der lokalen Wirtschaft ist das Gebot der Stunde. Viele Geschäfte, die jetzt geschlossen haben, bieten Ihnen die Möglichkeit, Lieferservices und Bringdienste in Anspruch zu nehmen. Diese Angebote haben wir unter kaufinneustadt.de/Lieferservice für Sie zusammengefasst. Auch weitere Informationen, wie Sie lokale Unternehmen unterstützen können, können Sie dort finden. Wir Neustädter halten auch in der Krise zusammen. In vielen Ortsteilen bilden sich Netzwerke für Nachbarschafts- und Familienhilfe. Ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Engagement. Schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere Homepage. Dort haben wir alle Informationen, Ansprechpartner und Hintergründe für Sie zusammengefasst. Diese aktualisieren wir täglich. Passen Sie bitte weiterhin auf sich auf, seien Sie fair im Umgang miteinander und bleiben Sie gesund.